Guten Abend und herzlich willkommen zur Spätausgabe von RBB 24. Die Warnsirenen heulten die ganze Nacht. Im Süden Israels, am Toten Meer, in Jerusalem sowie im Norden des Landes. Für uns im sicheren Deutschland unvorstellbar. Der Iran hat seine Drohung wahrgemacht und auf einen mutmaßlich israelischen Luftangriff auf die iranische Botschaft in Damaskus reagiert. Israel wurde direkt angegriffen mit etwa 300 Raketen und Drohnen. Die meisten sind abgefangen worden. Weltweit haben Politiker, auch Bundeskanzler Scholz, den Großangriff scharf verurteilt. Und auch in Berlin gab es am Brandenburger Tor eine Kundgebung. Ja, und noch diese aktuelle Meldung. Am Abend sind in einem sogenannten pro-palästinensischen Camp zwischen Bundestag und Kanzleramt Journalisten und Polizisten angegriffen worden. Die Beamten setzten Pfefferspray ein. Auch ein Rettungswagen bzw. Rettungskräfte wurden alarmiert. Man werde jetzt prüfen, ob die Auflagen für das Camp weiter erfüllt sind, so ein Polizeisprecher. Wie wichtig Deutschlands Solidarität mit Israel ist, das wird auch an einem Tag wie heute noch mal deutlicher. In der brandenburgischen Gedenkstätte Ravensbrück ist an die Befreiung der KZ-Häftlinge vor 79 Jahren erinnert worden. Das Konzentrationslager war das zentrale und neben Birkenau das größte Frauenlager. Die Menschen dort wurden geschlagen, gefoltert, gedemütigt und ermordet. Vermutlich jeder Tag eine Unendlichkeit. Viele der Überlebenden waren damals Kinder, wie Barbara Piotrowska. Und was noch in Berlin und Brandenburg passiert ist, gibt's jetzt in einem kompakten Nachrichtenüberblick. Keine Autos am Wochenende. Das könnte laut Bundesverkehrsminister Wissing ab dem Sommer kommen, wegen des aktuellen Klimaschutzgesetzes. Darin verpflichtet sich die Bundesregierung, bis 2030 65% der Emissionen einzusparen. Doch der Verkehrssektor verfehlt dieses Klimaziel. Sollten die Ampelfraktionen das Klimaschutzgesetz nicht schnell ändern, eine Reform ist tatsächlich geplant, dann drohten flächendeckende Fahrverbote am Wochenende, so Wissing. Wie wäre das? Haben wir Berlinerinnen und Berliner gefragt. Der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland ist im Strafgesetzbuch geregelt, im Paragraphen 218. Heißt, ein Abbruch ist grundsätzlich eine Straftat. Nur unter ganz bestimmten Bedingungen gibt es keine Strafe. Kritikerinnen sehen darin eine Machtausübung und Rückständigkeit. Jetzt empfiehlt eine Expertenkommission der Bundesregierung voraussichtlich eine Liberalisierung des Gesetzes. Und wir kommen zum Sport mit Caro. Und da feiern Fußballfans seit 2,5 Stunden einen neuen deutschen Meister. Genau, die leckt, der seit 11 Jahren tatsächlich nicht mehr Bayern München heißt, sondern zum allerersten Mal Bayer Leverkusen. Die Werkself setzte sich mit 5:0 gegen Werder Bremen durch. In Leverkusen brachen daraufhin alle Dämme inklusive Platzsturm. Durch den Sieg hat die Werkself nun 5 Spieltage vor Schluss 16 Punkte Vorsprung und ist so uneinholbar vorzeitig Meister. Glückwunsch, können wir nur sagen. Ja, deutscher Meister könnten auch die Alba Frauen werden. Dafür müssten sie heute im Playoff-Halbfinale allerdings erstmal den Finaleinzug klar machen. Ja, nicht nur die Alba Frauen waren heute beim MBC gefordert, sondern Zufall. Am Nachmittag waren an derselben Stelle schon die Männer gefordert. Die Herren sind allerdings noch in der Hauptrunde der BBL. Turbine Potsdam will zurück in die Bundesliga und wieder aufsteigen. 7 Spieltage vor Schluss sind die Potsdamerinnen auch auf einem recht guten Weg. Platz 2 aktuell. Heute kam Weinberg nach Potsdam. Nachdem die Füchse Berlin gestern im Halbfinale um den DHB-Pokal gescheitert waren, mussten die Berliner heute trotzdem noch mal ran. Im Spiel um Platz 3, da ging es gegen Flensburg und sollte zumindest noch den Trostpreis bringen. Und jetzt gleich sehen Sie hier im Anschluss das ausführliche 5:0 von Leverkusen inklusive Meisterfeier. Also nach der Sendung einfach dranbleiben, die Leck. Ja, unbedingt. Und jetzt noch der Blick auf das Wetter. In der Nacht gibt es viele Wolken, die Regen bringen können. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 3 Grad. Die Woche startet wechselhaft, mal Sonne, mal Wolken, mal Regen möglich, 13 bis 17 Grad. Die weiteren Aussichten, Dienstag bis Donnerstag unbeständig mit vielen Wolken und Schauern oder Gewittern. Ab und zu zeigt sich aber auch mal die Sonne. Insgesamt wird es kühler. So, das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit der Sportschau und den Zusammenfassungen der Sonntagsspiele. Viel Spaß dabei und haben Sie einen guten Start in die neue Woche. Tschüss und bis bald.